Willkommen zu einem neuen Beitrag und damit willkommen zu einem weiteren der täglichen Notstandsvideos in der Zeit der verschärften Vorschriften. Vor einiger Zeit habe ich hier einen Beitrag gebracht über Steinkreuze oder sogenannte Sühnekreuze. Die findet man ja überall an irgendwelchen Straßenrändern oder im Wald, auf Wiesen, Feldwegen, aber meist finden die überhaupt gar keine Beachtung mehr. Dabei stecken hinter diesen Kreuzen, besonders hinter diesen Sühnekreuzen, teils dramatische und unheimliche Geschichten. Und hier im zweiten Teil, da werden wir uns auch wieder ein paar dieser Kreuze vornehmen und schauen, was genau dahinter steckt. Das erste Sühnekreuz, dem wir uns heute widmen, beziehungsweise dem, was davon übrig geblieben ist, das ist eigentlich nur noch der Sockel, auf dem das Kreuz einst stand. Und der befindet sich in der Region von Waldshut-Tingen auf einem Weg von Ei nach Schmitzingen. Vermutlich, so sagen es zumindest die überlieferten Legenden, da wurde dieses Kreuz dort einmal aufgestellt, weil ein Mann dort ums Leben gebracht wurde. Aber eben nicht von irgendwem, von irgendjemanden einfach so, sondern von einer Gestalt, die wir unter Umständen alle kennen aus Filmen wie Sleepy Hollow zum Beispiel, denn der Täter, das war ein kopfloser Reiter. Und wenn man heute dort unterwegs ist, zum Beispiel auf Wanderungen, da sollte man schauen, dass man vor der Dunkelheit diesen Ort passiert hat. Denn in der Nacht, da macht dieser kopflose Reiter eine wilde Jagd auf alle, die sich dort in der Nähe befinden. Wenn ihr euren Kopf also lieber da behalten wollt, wo er jetzt ist, dann solltet ihr schauen, dass ihr da tagsüber vorbeigeht. Das hier ist der Amundstein und hinter dem, da steckt eine Geschichte, wie sie aus einem Fantasy-Roman stammen könnte. Ihr werdet unter Umständen sehen, dass dort Hermann Amann draufsteht. Das liegt daran, dass bei der Restaurierung der Name falsch geschrieben wurde. In Wirklichkeit hieß der gute Mann Hermann Amann. 1635, da kamen die Schweden und die plünderten den Ort Brücklein. Mit den Bewohnern, da gingen sie auch nicht zimperlich um und sie zündeten alle Häuser an und alle Höfe, die in der Umgebung standen. Alle bis auf einen, nämlich den von Hermann Amann. Denn der beherrschte die Magie und er hat es geschafft, sich eine meterhohe Hecke um seinen Hof zu zaubern. Und egal, was die Schweden versuchten, sie kamen nicht durch diese Hecke hindurch. Denn dieser Hermann Amann, der verschoss irgendwelche Bannstrahlen in die Augen der Soldaten, die dann erblindeten oder sogar verstarben und vom Pferd fielen. Wie der Zufall es so wollte, hatten die Schweden aber auch einen Zauberer, einen Magier dabei. Und der griff unter anderem neben einem Zauberspruch auch zu einer List. Er ließ den Pferden der Schweden die Hufeisen abreißen und verkehrt herum wieder dran setzen. Ebenso wurden die Sättel der Pferde verkehrt herum auf die Pferde gesetzt und auch die Reiter setzten sich verkehrt herum auf die Pferde. Und dann stürmten sie Richtung Hecke, denn dadurch, dass sie verkehrt herum saßen, da konnten diese Strahlen, die dieser Hermann Amann abschoss, sie nicht in die Augen treffen. Und so überwanden sie dann die Hecke. Den Bauern und Magier Amann, den stellten sie dann in seinem Haus und sie fesselten ihn und banden ihn dann an den Schweif eines Pferdes. Und im Galopp, da schleifte ihn das Pferd in Richtung des Ortes Eichberg. Dort angekommen, da hängte man ihn kopfabwärts an einem Baum über einen Ameisenhaufen, so, dass der Kopf im Ameisenhaufen steckte. Erst als die Schweden dann abzogen, da entdeckten die geflüchteten Dorfbewohner den Leichnam von Amann. Und dort, wo sie ihn gefunden hatten, da setzten sie diesen Stein. Das war 1635. Damit hat diese Geschichte aber eben noch kein Ende gefunden. Denn an diesem Platz, wo dieser Stein steht, da sollen die merkwürdigsten und unheimlichsten Dinge passieren. Und in einer Schrift zu diesem Stein, da heißt es, selbst zuverlässige und glaubwürdige Personen sollen hier schon die sonderbarsten und haarsträubendsten Erlebnisse gehabt haben, sodass sie dann zitternd, bleich und schweißgebadet nach Hause gingen. Von kopflosen Reitern, kohlschwarzen Hunden und zwerghaften Menschen ist die Rede. Ja, da sagt auch nochmal einer, Wegkreuze wären langweilig. Magiere, Zauberer, Bannstrahlen, die verschossen werden,
schwarze Hunde, die groß sind wie Kälber, kopflose Reiter und zwerghafte Menschen. Da muss man sich gar nicht fragen, woher der ein oder andere Autor so seine Inspiration genommen hat. Und wenn er jetzt sagt, diesen Stein möchte ich aber einmal besuchen, weil ich zufällig da in der Nähe wohne oder einfach nur Interesse habe. Von der Bundesstraße 85 zweigt 500 Meter nach der Unterführung der B505 in Richtung Kulmbach bei dem Halteplatz links ein Waldweg ab. Diesen in den lichten Kieferwald folgen und dann den rechten Weg weiter. Nach 250 Metern erreicht man das Grab. Ja, am besten geht ihr bitte nachts hin mit einer Kamera und dann, egal was kommt, draufhalten. Das hier ist das Blumenkreuz bei Merzig im westlichen Saarland. Über seine Entstehung, da gibt es eine eigene Geschichte, aber es hat sich dort einmal etwas zugetragen. Zu dieser Zeit, als dieser Vorfall passierte, da war dieses sogenannte Blumenkreuz schon sehr verfallen. Heute ist das Blumenkreuz Ziel verschiedener Wanderwege, aber diese Wege, die dort vorbeiführen, die hatten einst einen anderen Zweck. Männer, die damals Schiffe saarabwärts bis nach Trier gebracht hatten, die benutzten diese Wege, um zurück nach Hause zu gehen. Das waren die sogenannten Halfen. Sehr grob umschrieben waren das Hafenarbeiter. Ein Mann aus Merzig namens Nikolaus Gottdank, der hatte in Trier Geschäfte erledigt und war auf einem dieser Wege zurück nach Hause. Das war an einem Tag im Jahre 1845. Und dann muss er irgendetwas gesehen haben, irgendetwas muss ihm begegnet sein, das so grausig war, dass er das anscheinend nicht verkraftete. Als er zu Hause eintraf, sehr verspätet, da war er vollkommen erschöpft. Er war leichenblass, hatte tiefe Ränder unter den Augen, aber er schaffte es nicht, darüber zu reden, was er dort gesehen hatte. Seit dieser Zeit, da war er mehr oder minder stumm. Er ließ dann dieses Blumenkreuz renovieren und verstarb dann danach. Niemand konnte wirklich jemals herausfinden, was ihm an diesem Blumenkreuz bei seinem Weg nach Hause begegnet war. Etwas, das so schrecklich war, dass er praktisch daran zugrunde ging. Dieses Kreuz hier, das ist das sogenannte Steinkreuz von Blankenheim. Allerdings ist damit jetzt nicht das Blankenheim in der Eifel gemeint, wo die A entspringt und wo es diese Eisdiele gibt, wo ich immer dieses dicke Spaghetti-Eis... Naja, okay, das gehört jetzt hier nicht hin. Gemeint ist das Blankenheim im Harz. Und dieses Kreuz hier, das zeigt, dass früher auch nicht alles besser war als heute. Denn dieses Kreuz, das steht zum Gedenken für einen ganz bestimmten Vorfall dort. Am 31. Juli 1561, da ging abends der Verwalter des Gutes vom Kloster Roda, ein Mann namens Johann Erhard Fey, nach Blankenheim. In seiner Begleitung, da befand sich sein kleiner Hund. Von Blankenheim aus, da trieben zu dieser Zeit zwei Schafhirte ihre Herden nach Hause. Da man den gleichen Weg nahm, da traf der Mann mit dem Hund und die beiden Schäfer mit ihren Herden dann zusammen. Der Hund des Mannes, der raste in diese Schafsherden hinein und der richtete dort ein heilloses Durcheinander an. Die Schafe, die sprangen wild umher und einige, die flüchteten. Die Schäfer, die waren natürlich ziemlich wütend darüber und die beschwerten sich dann lauthals bei diesem Mann. Der soll dann allerdings sehr überheblich reagiert haben und die Schäfer ausgelacht haben. Es kam dann zu einem Streit und einer der Schäfer, der schlug mit seinem Stock nach dem Verwalter. Der zog dann sein Schwert und ging auf die beiden Schäfer los. Die beiden verteidigten sich so gut es ging und brachten dem Verwalter dann ein paar lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Verwalter, der verwundete dann einen der Schäfer so schwer, dass er das nicht überlebte. Und auch den zweiten Schäfer verletzte er schwer. Aber auch der Verwalter überlebte seine Verletzungen nicht. Nur der schwer verletzte Schäfer, der überlebte diese ganze Sache. Er wurde dann von Anwohnern von Blankenheim gefunden, aber ihm wurde der Prozess gemacht. Und nach diesem Prozess erhielt er seine Strafe und er wurde dann ins Jenseits befördert. Anschließend stellte man für den Verwalter dieses große Kreuz auf und etwas abseits zwei kleine Kreuze für die beiden Schäfer, die dann allerdings Anfang des 20. Jahrhunderts entfernt wurden. Die beiden Steinkreuze von Greifenhagen, die stehen ebenfalls im Harz.
Wann genau die nun aufgestellt wurden, das kann man so nicht mehr nachvollziehen, aber sie müssen schon sehr alt sein, weil ihr seht, auch von denen ist nicht mehr allzu viel übrig. Aber warum stehen diese beiden Steinkreuze dort? Das Ganze hat einen dramatischen Hintergrund. Und zwar geht es dabei um zwei, wie man sagt, sehr hübsche junge Frauen, die zum Grasschummeln in den Wald gingen. Ja, Grasschummeln, das ist ein Wort, das man heute wahrscheinlich eher weniger benutzt. Also mir ist es unbekannt, aber da die beiden mit Sicheln und Körben in den Wald gingen, gehe ich einmal davon aus, dass sowas wie Grassammeln gemeint ist. Wie dem auch sei, als die beiden dann dort so rumschummelten, da erzählten sie sich gegenseitig von einer geheimen Liebschaft, die sie hätten. Wie sich dann dummerweise herausstellte, handelte es sich bei beiden um denselben Mann, nämlich der Jäger des Dorfes. Der hatte nämlich mit beiden der jungen Frauen etwas angefangen, und da man damals zu dieser Zeit eigentlich so etwas niemandem erzählte, da ging er davon aus, dass die beiden Frauen das gegenseitig von sich auch nicht erfahren würden. Ja, aber dann hatten die beiden es sich bei dieser Gelegenheit dann doch erzählt, und beide bestanden dann darauf, dass sie die Bevorzugte wäre, die sich diesen Jägersmann schnappen dürfte. Keine von beiden war allerdings dazu bereit, der anderen dies zuzugestehen, und so gerieten sie in einen großen Streit. Dummerweise hatten sie beide Sicheln dabei. Ja, und wo sie die schon einmal dabei hatten, da benutzten sie diese dann auch, um diesen Streit zu klären. Man fand noch eine lebend vor, die gerade noch so erzählen konnte, worum es bei dem Streit ging, und dann war es auch um sie geschehen. Und zur Erinnerung an dieses dramatische Ereignis, da wurden dann diese beiden Kreuze dort aufgestellt. Ja, meine Lieben, das sind so diese Art Erzählungen, die hinter diesen Steinkreuzen stecken, die wir alle schon einmal irgendwo haben stehen sehen, aber wahrscheinlich hat uns nie besonders interessiert, warum die dort stehen. Viele denken vielleicht, dass das Ganze einfach nur irgendwelche religiösen Bekundungen sind, die da aufgestellt wurden, aber wie ihr seht, sind diese Storys dahinter teilweise recht merkwürdig und auch gar nicht so unspannend. Was man dabei aber berücksichtigen muss: Es gibt viele Kreuze oder Sühnekreuze, bei denen die Begebenheit, die dahinter steckt, nicht schriftlich festgehalten wurde. Das bedeutet, die stehen da viele hundert Jahre rum und es gibt eine Erzählung darüber, warum sie dort stehen. Und niemand kann mit Gewissheit sagen, ob diese Erzählung der wirkliche Grund dafür ist oder ob da etwas beigedichtet weggelassen wurde oder ob da einfach eine Geschichte drumherum erfunden wurde. Das ist so das Problem bei der Sache, aber ich finde, sich diese Geschichten anzuhören, das ist eigentlich ganz nett. Und bei einigen dieser Kreuze, insbesondere der Mord- und Sühnekreuze, da ist es ja so, dass der Hintergrund ja dann auch schriftlich festgehalten wurde. Ich denke, zusammen mit unseren Nachbarn Österreich und den Schweizern, da wird es tausende dieser Kreuze im deutschsprachigen Raum geben und ebenso viele Geschichten dahinter. Man könnte damit wahrscheinlich einen eigenen Kanal führen und hätte genug Material für reichlich Videos. Wenn ihr Interesse habt, noch eine weitere Folge zu sehen, dann vermerkt es mal in den Kommentaren. Ja, eine Liste der bisher erschienenen täglichen Notstandsvideos, die findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut mal nach, vielleicht habt ihr was verpasst. Und wenn euch dieses Video hier als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich, und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch, ihr Kreuzschlingel.